Wer Raps selber machen will, braucht zukünftig keine mehr kaufen, denn diese Raps werden aus Zutaten erstellt, die wirklich jeder zu Hause hat. Sie sind super einfach und super schnell gemacht und wenn ihr drei Tipps befolgt, ist dieses Rezept gelingsicher und niemand braucht dazu Backerfahrung. Und wie ihr eure Raps selber belegt, ist auch nicht vorgeschrieben. Da kann drauf und rein, was will. Also schaut genau hin, in diesem Video erkläre ich euch, wie sie gemacht werden. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ich sprach von schnellen Wraps, das fängt schon bei den Zutaten an. 200 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser, 4 Esslöffel zerlassenes Butterschmalz, alternativ Speiseöl und 1 Teelöffel Salz. Mehr Zutaten braucht es nicht, also kann's losgehen. Alle Zutaten abmessen, / abwiegen, miteinander vermengen und am besten mit einem Knethaken und dem Handrührgerät gut verkneten. Den Teig dann auf einer leicht bemehlten Fläche nochmal mit der Hand durchkneten, abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Warum ruhen lassen? Das hat mit der Sättigung des Mehls und der Glutenverbindung zu tun. Der Teig wird dadurch weich bleiben und lässt sich gut verarbeiten. Nachdem der Teig dann ausreichend geruht hat, kann er dann weiterverarbeitet werden. Um den Teig in gleich große Stücke zu teilen, empfehle ich ihn als Rolle zu formen. Wer größere Wraps haben möchte, teilt die Rolle einfach in weniger Stücke. Erfahrungsgemäß reichen diese Wraps aber für 8 Kinder oder 4 erwachsene Personen. Nachdem die Rolle dann in etwa 8 gleich große Teile geschnitten ist, werden diese zu Kugeln geformt. Die Kugeln werden dann mit der Hand platt gedrückt und mit dem Teigroller in runde Teigscheiben sehr dünn ausgerollt. Je dünner die Teigplatten sind, desto besser lassen sie sich nach dem Backen weiterverarbeiten. Das war schon mal Tipp Nummer 1, jetzt folgt Tipp Nummer 2, die Pfanne muss sehr heiß sein. Und dann folgt auch gleich der Tipp Nummer 3, die Wraps werden jetzt von beiden Seiten maximal 30 Sekunden gebacken, das heißt sehr schnell. Nachdem der Teig in der heißen Pfanne gelandet ist, wirft er schon nach kurzer Zeit Blasen. Das ist bereits der Zeitpunkt, an dem der Teig gewendet wird. Und hier gleich ein Negativbeispiel, mein Teig war bereits schon zu lange drin. Dieser Fladen lässt sich nach kurzer Zeit schon nicht mehr rollen, da er doch zu steif geworden ist. Nach diesem ersten Fehlversuch habe ich meine Wraps dann noch kürzer gebacken. Und keine Panik, aufgrund der Tatsache, dass sie so dünn sind, sind sie dann auch schon gar. Dann können sie nach Belieben belegt und eingerollt werden. Und noch ein Tipp, wer die Wraps als Fingerfood essen möchte, der sollte eine Seite, die später die Unterseite ist, einschlagen. Und wenn euch wie bei mir mal ein Wrap zu lange in der Pfanne war, dann muss er wie gesagt nicht weggeschmissen werden. Ihr lasst ihn einfach einen Tag länger trocknen und dann kann er als Chips gebrochen und mit einem leckeren Dip gegessen werden. Nun wünsche ich gutes Gelingen beim Nachmachen. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.